Ja, es ist ganz wichtig, dass wir unseren Ingenieuren, die die Systeme programmieren in Form von Algorithmen, Regeln an die Hand geben. Und diese Regeln kann die Automobilindustrie nicht entwerfen. Das muss eine interdisziplinäre Gruppe sein. Und es ist sehr löblich, dass in Deutschland eine Ethikkommission für solche Fragen gegründet wurde. 14 Experten aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen, die am Ende des Tages die Aufgabe haben, mit einem Regelwerkvorschlag aufzuwarten. Da sind wir vorne dran. Es gibt meines Wissens keinen anderen Staat, der eine solche Kommission gegründet hat.